Hallo Leute, mein Name ist Nightflyer und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind immer noch in Fort Hagen unterwegs. Wir haben Kellogg immer noch nicht gefunden, aber wir stoßen ständig wieder auf neue Synths. Und ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, wo wir als nächstes weiter müssen. Wir versuchen es mal hier, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall steht hier die Tür offen. Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Du hast einen Moment, bist entschlossen, das bewundere ich. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Ja, das kann gut möglich sein. Feindliche Präsenz. Genau, die Tür wurde von den Synths geöffnet. Da kommt jemand. Oha, oha. Ja, das war scheiße. Das war richtig scheiße, was ich da gerade gemacht habe. Ich kann gerade nicht zurück irgendwie. Was auch immer es war, jetzt ist es weg. Okay, ich hing hier in der Tür. Okay, noch ein paar Stimpacks reinhauen. Okay. Wo sind Sie denn hin? Okay, wir sollten uns die Munition aufheben. Ich sehe niemanden. Ich bin mit den modernsten Sensoren des Instituts ausgestattet. Ich werde sie finden. Na, das will ich doch hoffen. So, mein Freund. Irgendwas Nützliches? Na, ah, kommen die automatischen immer mit. Noch ist es nicht zu spät. Hör auf. Und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Okay, das ist, hört sich nicht gut an. Und ich neige dazu, zumindest mal schnell zu speichern eben. Schon lange nicht mehr gemacht. Denn ich glaube, der kommt immer näher, der Typ. Okay, hier schauen wir uns erstmal um. Da ist, warte mal, hier ist auf jeden Fall eine Tür zum Entsperren, wie es aussieht. Meister, na super, das können wir nicht. Aufgepasst. Rede weiter. Das Ding kann ich nicht hacken. Er soll es ja auch machen. Mein Jott. Braucht deine Hilfe. Gern doch. Was zum Teufel? Wie haben Sie... Oh... Oh. Hm. Aha. 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 Na schön. Versuchen wir es eben auf andere Weise. Verflixt. Zu gut gesichert. Kein Stuhl hier? Wie, kriegst du nicht auf? Das schaffe ich nicht zu hacken. Er hat's nicht aufgekriegt. Was soll denn die Kacke? Aufgepasst. Hast du was? Hack auf das dem Terminal. Herzen? Und jetzt hackt das. Ich meine, wenn das nicht bei könnte. Hier komme ich nicht rein. Okay, alles klar. Das hätte auch gleich sagen können, anstatt so eine halbe Stunde vorstehen. Hier ist noch ein Terminal. Das machen wir mal eben. Hier, komm. Wo ist denn? Mal sehen, was ich tun kann. Kannst du das Terminal entsperren? Kannst du auf mich zählen. Finde ich super. Bingo. Vielen Dank. Gucken wir uns mal an. Hier haben wir wieder was zu lesen. US-Handbuch für verdeckte Einsätze. Bingo. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Super.
eine Flasche Wodka. Da ist eine Tür. Und da gucken wir gleich. Erstmal will ich mir das Terminal anschauen, was da ist. Turmfunktion. Standardisierte Stromsteuerung, Firmware, bla bla bla. Nein, wir möchten sie nicht aktivieren. Alles gut. Okay, was ist das für eine Tür? Klo, hätte ich mir denken können. Das war zu weit. Das wär's. So. Okay, gut, dann gehen wir mal hier weiter. Ich habe mir schon gedacht, dass wir fast da sind. Und ich habe schon ein bisschen Angst. Ich glaube, hier sind wir am Ziel. Ah, naja, fast zumindest. Wir könnten uns hier nochmal ausruhen, wie es aussieht. Noch eine Kamera, Zigarrenkiste. Sturmfeuerzeug. Sorry, dass ich das gerade unterbrochen habe. Wie schön. Schafft. Du findest mich gerade aus. Meine Sünden tun dir nichts. Reden wir. Das ist doch ein Wort. Reden finde ich gut. Auf jeden Fall haben wir noch ordentlich Energiezellen gefunden gerade. Und ich würde sagen, wir gehen reden. Die Szenerie kommt mir gerade bekannt vor. Verwüstlichste Mann des Commonwealth. Lust, ich dachte mal, das wäre ich. Ich glaube, die Szenerie habe ich mal im Trailer gesehen, wenn ich mich irre. Aber den Typen kenne ich nicht. Hier sind wir also. Schon lustig, oder? Wo ist mein Sohn? Wo ist Sean? Ich bin eine Marionette wie du, Kumpel. Nur, dass meine Bühne größer ist. Sean ist ein guter Junge. Ein wenig älter, als du dachtest, stimmt's? Aber es geht ihm gut. Nur, er ist nicht hier. Er ist bei den Leuten, die die Fäden ziehen. Und wie viel älter? Verdammt, du verfickter Söldner! Wo ist mein Sohn? Wie sagt man so schön? So nah und doch so fern. So ist es mit Sean. Aber keine Angst. Du stirbst in der Gewissheit, dass er sicher und glücklich ist. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber in einem liebevollen Zuhause. Im Institut.
Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin, bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Oh, ich bin bereit. Die Frage ist doch... Ist da jemand anwesend? War's das? Problemchen hier. Falsche Waffe. Alter, ich kann die... Das ist... das geht gerade ein bisschen sehr schnell. Und... Geht mir gerade ein bisschen zu schnell hier, ehrlich gesagt. Ich muss ja kurz mal... Ah ja, da habe ich vor lauter Wut nicht aufgepasst. Okay, das Ganze also nochmal. Wahrscheinlich müssen wir den Dialog nochmal führen. Der unverwüstlichste Mann des Commonwealth. Lustig, ich dachte immer, das wäre ich. So, bevor wir jetzt hier loslegen, Inventar. Wir müssen uns ein bisschen pimpen. Buff out. Guck mal, da kriegen wir auch nochmal Ausdauer und Stärke dazu. Intelligenz, aber Abzug, scheiß drauf. Glück, Charakter, Stärke, zieht da minus 2 ab, das ist nicht gut. Trefferpunkte 500 und komm, erfrischendes Getränk. Und noch irgendwas Tolles jetzt hier. Irgendwas ganz Tolles. Ein Jet vielleicht. Zeitlupe für 10 Sekunden, okay. Erhöhte Aktionsregenerationspunkte. Wie lange hält das? Keine Ahnung. Okay, lassen wir es erstmal so. Du psychopathischer Mörder und Entführer! Gib mir schon! Sofort! Also gleich ran an den Speck, was? Gut. Von mir aus. Dein Sohn Sean. Toller Junge. Vielleicht ein wenig älter, als du dachtest, aber... Das hast du ja mittlerweile wohl selbst rausgefunden. Aber wenn du auf ein glückliches Wiedersehen hoffst, muss ich dich enttäuschen. Dein Sohn ist nicht hier. Ja. 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 Hallo. Hier sind wir also. Schon? Dann bring mich zu ihm. Und zwar sofort. Dich zu ihm bringen. Als könnte ich das, selbst wenn ich wollte. Kapierst es nicht? Dein Sohn ist an einem Ort, wo ihn niemand erreicht. Sean ist sicher in seinem Zuhause, im Institut. Okay, ja, ich werde ihn finden, auf jeden Fall. So, das Institut. Ich werde meinen Sohn finden, egal wo er ist. Das ist Kampfgeist. Weißt du, du überrascht mich, das muss ich zugeben. Irgendwie... Mag ich dich sogar. Ich weiß zu schätzen, dass du versuchst, ein guter Vater zu sein. Auch wenn es am Ende nichts bringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Ja, also wir haben gesehen, das erfrischende Getränk hat schon längst aufgehört zu wirken. Aber wir sind bereit. Du weißt, dass ich das bin, Kellogg. Okay, kurz mal aufs Inventar zugegriffen. Ne, so.
Splittergranate. Die müssen wir doch eigentlich ausgewählt haben. Verstehe ich jetzt gar nicht. Schon wieder Kacke hier. So, wo ist der andere Kollege? Ich sehe nicht. Ey! Ständig hängt man hier irgendwo. Wo ist er denn? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Ich habe den überhaupt nicht gesehen. Müssen wir jetzt wieder mit ihm quatschen oder was? Habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber müssen wir wohl. Hier sind wir also. Du psychopathischer. Also gleich ran. So, ich drück das jetzt mal durch hier. Wenn du sag mir, wo er ist, verdammt nochmal. Okay, schau. Das Institut? Meine Güte. Aber wir haben jetzt... Sehe ich auch so. Du weißt, dass ich das bin, Kellogg. Erwischt. Okay. Warte mal, da tarnt sich jemand. Du bist ja doch. Ja. Der tarnt sich, der Typ. Verdammter Arm. Du bist rein, denke ich. Das war's. Gute Arbeit. Dieser Mistkerl wird niemandem mehr was tun. Wir sollten uns umsehen. Uns alle Infos sichern, die es hier gibt. Sehe ich genauso. Kelloggs Terminal-Passwort, kybernetischer Gehirnverstärker. So viel Technologie. Du warst ja kaum noch ein Mensch. Kelloggs Pistole füllte deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Endlich mal eine richtige Kanone hier, ey. Schaden 48 ist genau das Richtige für mich. Die nehmen wir mit. So. Splittergranate. Ach, jetzt, der hat sich getarnt mit dem Stealth Boy. Und da hätte ich schon mal längst drauf kommen können. Kybernetische Schmerzunterdrückung. Kelloggs Outfit. Finden wir das doll irgendwie? Keine Ahnung, wir nehmen es mal mit. Den Stealth Boy braucht man, glaube ich, nur aktivieren wie... Wir gucken mal eben ins Inventar. Den, weiß ich, finden wir den auch unter Hilfsmittel? Nee, ne? Der ist, glaube ich, unter Diverses, wenn ich mich nicht irre. Bin mir jetzt nicht sicher. Oder doch unter Hilfsmittel. Würde ja Sinn machen. Stealth Boy, wo bist du? Da ist er. Den können wir ja mal, wir packen den mal eben unter Favoriten. Nach ganz oben. Dann können wir das mal testen beim nächsten Mal. So. Stimpack, Blutpaket. So, wir haben irgendwie ein Terminal-Passwort von dem bekommen. Und hier ist offenbar das passende Terminal dazu. Interessant, das Terminal. Sieht nagelneu aus. So, Zugriffsprotokolle und Sicherheitstürsteuerung. Zugriff lokal, Login Kellogg. Anmerkung: Haben den Jungen namens Sean erfolgreich im Institut abgeliefert. Bezahlung erhalten, haben neue Befehle erhalten, sollten Deserteur aufspüren. Verstärkung ist versammelt, Fort Hagen gesäubert und gesichert. Brechen bald auf. So, ich weiß es nicht da. Ich glaube, da oben die Tür war das. Dann hat Kellogg also keinen Mist erzählt. Dein Sohn steckt wirklich tief im Schlamassel. Nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut.
So, Kronkorken, Patronen, perforiert und so weiter. Versteift. Das war eine Raider-Rüstung, glaube ich, gerade wieder. Schaltplatte, Militärstandard und Sicherungen. Warte mal, hier ist er immer noch Schere, Stift. Ich habe die Kiste auch schon zigmal leer gemacht, eben mal nicht. Okay, wir schauen uns weiter um. Was war hier? Da. Na also. Robco Fun. Enthält das Holoband-Spiel Pipfall. Pipfall? Soll das Pitfall sein? Ich denke, das probieren wir gleich nochmal aus, so zum Ende der Folge. Pitfall. Da ist noch was. Ja, der Bourbon wirkt nicht mehr. Warte mal, ist das da auch noch was? Rekorder, nehmen wir mit. Ach, wir tragen zu viel. Komm mal her, Kollege. Da. Er ist so weit weg. Ah, jetzt müssen wir mit ihm quatschen. Das ist doof. Ich wollte mit ihm handeln jetzt erstmal. Ich habe doch noch gar nicht hier oben geguckt, verdammte Kacke. Erst jetzt gucken, dann müssen wir jetzt halt langsam hier oben gucken. Ich bin ja noch nicht fertig mit unter... Ach du Scheiße. Warte mal... Das alles hat Ihnen am Ende ja eine Menge gebracht. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir hier schon waren. Okay, dann quatschen wir erstmal mit ihm, weil das dauert mir sonst so lange. Wir wissen, wo dein Sohn steckt. Aber nicht mal ich weiß, wo das Institut ist. Und die haben mich immerhin gebaut. Es muss eine Möglichkeit geben, Nick. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sollten einen Schritt zurückgehen. Die Sache mit anderen Augen sehen. Die Einzige, die dem Institut vielleicht auf den Grund gehen würde, ist Piper, die Reporterin aus Diamond City. Wir sollten uns mit ihr treffen, die Sache besprechen. Gute Idee. Kann es sein, dass wir jetzt schon abhängig sind? Ich meine, wir haben ja eben nur einmal Drogen genommen und vor etlichen Folgen haben wir es schon mal genommen. Ich hätte jetzt ein Problem mit, wenn wir jetzt abhängig wären. Das würde ich nicht so gut finden, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir treffen uns da. Wir sehen uns später. Also gut. Wir treffen uns in Diamond City. Und keine Sorge. Es sieht im Moment düster aus. Aber es gibt Hoffnung. Ja, aber hier, lauf nicht weg. Ich muss noch kurz Nick, mit dir quatschen. Wir treffen uns bei der Public Occurrences. Ja, aber erst muss ich mit dir quatschen. Wir treffen uns in Diamond City. Das ist keine gute Idee. Wir holen Hilfe. Reise einfach nach Diamond City. Na super. Jetzt hängen wir hier. Sind völlig überladen. Und haben ein Drogenproblem. Kann ich einen Stimpack nehmen? Hilft das? Ah ja, wir sind ja kurz vorm Sterben, sehe ich gerade da. Okay, habe ich irgendwie nicht bedacht gerade. Habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Okay, wir schauen uns jetzt erstmal um hier noch ein bisschen. Ist das der Ausgang? Nee, ne? Hier kommen wir nicht raus. Also wir müssen auf jeden Fall einiges ablegen. Ich glaube, hier ist nichts Spannendes mehr. Aber der hatte doch diese Türen hier geöffnet, oder nicht? Ja, ich weiß, dass ich zu viel trage. Das ist jetzt ziemlich dumm gelaufen. Ach, die Tür da wurde geöffnet, die Exit-Tür.
Ja, den Schraubenschlüssel wollte ich gar nicht haben. Ja, warte mal, das ist wieder der Aufzug. Ja, ich denke, den müssen wir nehmen. Bevor wir das jetzt aber machen, packen wir hier das eben mal in Spind. Nee, ich kann hier nichts reintun. Transferieren würde ich ja gerne mit irgendwas. Da brauchen wir irgendeine Kiste für oder so. Scheiße. Okay, da hinten war auf jeden Fall ein Schränkchen. Ja. Alter Schwede. Ich hoffe, da können wir was reintun. Ja, sehr gut. Dann packen wir da erstmal, ich denke, unter Kleidung finden wir was, was wir da reintun können. Raider-Rüstung. Ich werde keine Raider-Rüstung tragen. Okay, das haben wir alles nur einmal hier, ne? Metall, ja, das behalten wir mal hier, diese Metallrüstung. Was haben wir noch für Waffen hier, die wir nicht brauchen? Impro-Revolver-Pistole. Weg damit. Kellogg's-Pistole. Ja, die würde ich gerne mal ausprobieren. 44er Munition. Haben wir nicht viel von. Nein, das war falsch. Okay, dann halt noch ein bisschen Schrott jetzt hier. Ich glaube, auf diesem scheiß Putzmittel haben wir massenweise. Und auf, ich glaube, so sollten wir jetzt schon mal zurückkehren können. So, Kellogg, da mach's mal gut. Wir verpieseln uns. Ja, und ich würde sagen, dann probieren wir gleich zum Abschluss nochmal hier dieses Spiel, was wir da eingesammelt haben. Wenn wir denn jemals oben ankommen, ich weiß es nicht. Das dauert jetzt echt lange. Okay. Zugang zum Dach. Zugang zum Dach. Also wir wären doch vom Dach hier reingekommen, glaube ich. Oder vielleicht nur raus. Naja, wir benutzen mal das Terminal. Tür öffnen. So. Juhu, die Freiheit hat uns wieder. Und wir wären tatsächlich doch von oben hier reingekommen. Das haben wir nicht gefunden gehabt. Menschen. Okay. Das ist der Hammer. Stählerne Schatten. Hör dir Militärfrequenz AF95 an. Machen wir mal. Wow. Hab ich gerade gar nicht mitgerechnet. Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der Stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden.
Ich wiederhole. Hier spricht Paladin Dance auf Frequenz 9.5. Sämtliche Einheiten der Stellenden Bruderschaft haben sich zwecks neuer Befehle am Polizeirevier Cambridge einzufinden. So, und wir sollen uns da auch einfinden, obwohl wir eigentlich gar nicht zur Stellenden Bruderschaft gehören. Wir haben ja noch nicht zugesagt. Aber egal, ja, das können wir ja mal machen. Ich würde gerne erstmal eben darüber. Denn hier ist eine Kiste. Okay, ja, hier sind wir erstmal durch wieder. Wir probieren jetzt mal kurz hier dieses Holo-Spiel noch aus, würde ich sagen. Das war ja unter Diverses. Pipfall hieß das. Pipfall, da ist es. Ja, es sieht auf jeden Fall aus wie Pitfall. Ich habe das Spiel übrigens, glaube ich, noch nie mehr als ein Level geschafft. Das Pitfall ist original. You can fast travel jump three screens, okay? Es sieht auf jeden Fall anders aus als das Original. Oh, das war eine Mine wahrscheinlich. Okay. Oh. Ja. Ich glaube, wir sind tot. Ja, bitte, ich möchte es nochmal spielen. Okay. Ih, du Arschloch. Okay, gehen wir mal nach unten, wenn das geht. Ja. Kann man hier irgendwas machen? Was? Da oben war ein Vault Boy. Nicht gut. So eine Wackelpuppe, meine ich, war da. Aber hier ist jetzt nicht. Jetzt sind wir tot. Ja, okay, das kennen wir. Nein, möchte ich nie nochmal spielen. So. Ja, damit sind wir durch für diese Folge wieder. Wir haben Kellogg gefunden und er musste dran glauben, weil er uns schlicht und einfach nicht helfen wollte oder es nicht konnte, wie auch immer. Ja, und er hat uns ja auch gar keine Wahl gelassen. Er hat es ja selbst gesagt, dass es nur auf darauf hinauslaufen kann. Ich würde gerne gerade probieren, ob wir da drauf springen können. Offenbar nicht. Okay, wir sind aber auch nicht gestorben. Ja, dann werden wir, ich werde zurückkehren nach... Da hinten habe ich einen Schatten gesehen. Nach Sanctuary. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Ob wir zur Stählernen Bruderschaft gehen oder weiter nach Shawn suchen. Wir werden es sehen. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall kehren wir erstmal zurück. Und ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis da. Ich glaube, das sind wieder Red Hirschkühe da. Mit denen wir uns jetzt nicht anlegen wollen. Deshalb gehe ich direkt mal auf Schnellspeichern und sage auf Wiedersehen. Ciao, ciao.